Ladies and Gentlemen, es ist soweit. Der Tag aller Tage, der Abend aller Abende oder vielleicht auch die Nacht aller Nächte. Es ist endlich soweit. Der Dragonfight steht an. Und Typ Drache ist auch gleichzeitig mein Lieblingstyp. Ich erwarte einen hyperoffensiven Fight und bin gespannt, wie es enden wird. Mögen Siegfried und seine Drachen mit mir sein. Nach den letzten beiden Pleiten, die wirklich grottenschlecht waren, habe ich mich dieses Mal sehr gut vorbereitet und brenne auf ein gutes Ergebnis. Ob mir das gelingen wird oder auch nicht, das seht ihr in den kommenden Minuten. In diesem Sinne viel Spaß beim Fight. Und nun heiße ich meinen Kontrahenten Infinity SD. Herzlich willkommen zum Drachenfight. Wie geht es dir an diesem heißen Juliabend? Und ja, wir nehmen im Juli auf. Ja, moin zusammen. Es ist wirklich sehr warm. So, die 30 Grad rennen auf uns nieder. Es ist spätabends bei uns. Und ja, Drache ist wirklich ein Kampf, da stehen wir recht unter Druck, weil Drache halt gegen Drache sehr effektiv ist. Da bin ich jetzt sehr gespannt, wie der Kampf aufgehen wird und ich freue mich auch auf einen sehr spannenden Kampf. Ich denke, dem Ganzen ist nichts hinzuzufügen. Es wird offensiv und sehr effektiv, denke ich mal. Gut, in diesem Sinne, ich wäre bereit. Bist du es auch? Ich bin bereit. Ich würde sagen, wir steigen ein in die Teamschätzung. Und letztes Mal habe ich angefangen, das heißt, du dürftest dran sein. Jupp, yep. In diesem Sinne würde ich mal tippen. Ich bin mir zu 100.000% sicher. Ja, wir übertreiben jetzt mal ein bisschen. Argoyon hast du dabei. Argoyon habe ich nicht dabei. Okay, das überrascht mich jetzt wirklich. Also mit Argoyon hatte ich festgerechnet, deswegen hatte ich mir schon eine gute Strategie überlegt. Der gute Knacki? Nein, habe ich wieder nicht dabei. Hä? Okay, da bin ich echt überrascht. Okay, Gott, oh Gott. Das wäre eine Premiere, wenn ich jetzt das dritte auch nicht richtig erraten würde. Aber ich bin felsenfest davon überzeugt und ich glaube, diesmal treffe ich in schwarze Brutalander. Nein! What? Okay, jetzt bin ich wirklich daran interessiert zu wissen, was du hast. Wow. Okay, was sind deine Vermutungen? Ich sage Dragoran. Ja, hätte ich auch erwähnen sollen eigentlich. Dragoran ist eigentlich, ja, die Legende schlechthin. Ist ein gewisser Drache wirft seine eigenen Entwicklungsvorstufen und ich nenne Katapultra. Jupp, ist am Start. Stimmt, Katapultra hätte ich auch erwähnen können. Ja, und als letztes, was nehme ich als letztes? Ich möchte alle drei diesmal richtig haben. Das wäre auch eine Premiere. Ich denke, du hast, so wie ich, Duraludon dabei. Duraludon? Tatsächlich nicht. Wow, schade. Gut, dann würde ich mal sagen, let the show begin. Ganz genau, kann beginnen. Duraludon, das ist echt interessant. Gut. Okay, jetzt bin ich sehr gespannt. Latios hätte ich auch erwähnen können. Latios ist sicher dabei, oder? Nee. Nö. Shenlong? Oh, Shenlong. Duraludon? Ja, wäre cool gewesen, wegen eines gewissen Videos von damals. Ja, wäre cool gewesen, aber tatsächlich nicht. Hafnir natürlich, das habe ich auch schon so im Hinterkopf gehabt. Wegen der hohen Speed, dass es dabei sein könnte. Wahrscheinlich mit Wahlbrille. Aber das sehen wir ja dann. Kokowai finde ich überraschend. Also Kokowai hatte ich jetzt überhaupt nicht auf dem Schirm. Alola Kokowai, natürlich. Das hatte ich echt nicht auf dem Schirm. Ja, ich hatte dir ja letztes Mal schon angeteasert, das wird so ein Team sein, wo du eventuell kaum etwas erraten wirst. Das ist echt mega überraschend. Jetzt darf ich mich nicht aus der Bahn werfen lassen, natürlich. Gut. Ja, der Lead wird super entscheidend sein. Das ist... Oh, der Lead kann schon alles entscheidend sein. Bin gespannt. Okay. Ich glaube, damit bin ich zufrieden, was ich damit starte. Das ist echt mega interessant. Ja. Shenlong, damit hätte ich jetzt auch nicht gerechnet. Aber mit den Wettereffekten, ja. Aber welches deiner Mons... Nee, Quatsch. Nee, von mir kommt auch kein Wettereffekt. So viel kann man ja schon mal verraten. Na gut, legen wir mal los. Let the show begin. Ja, Wetter wäre auch nicht wirklich sinnvoll gewesen, denn Knackfrog ist das einzige Pokémon mit einer Wetterfähigkeit, glaube ich, in seinem Team gerade und das wäre Sandschleier. Und da haben wir Fähigkeiten und Attacken verboten, die Fluchtwetter sind. Genau, Komprimator zum Beispiel Doppeltief. Ja,
Latios, okay. Uhafnir, gesund. Starker Lied. Wer hätte es gedacht? Jetzt bin ich mal gespannt. So, Latios, jetzt bist du dran. So, jetzt bin ich sehr gespannt. Es verfehlt? No. Es verfehlt? Okay. No. Warte mal, 90% Chance, oder? Ja, 90%. No. Holy shit. Okay, das ist schon... Jetzt muss ich überlegen. Ach, scheiß drauf. Full Offense, let's go. Ja. Das gibt's ja nicht. Das ist ja der Wahnsinn. Okay. Das ist der Wahnsinn, okay. Ey. Darf man jetzt tatsächlich einmal fair. Das ist... Okay. Das ist wirklich... Fair. Das ist wirklich gruselig. Das ist wirklich gruselig, Freunde. Das hätte ich nicht erwartet. Luchttasche. Interessant. Also, nee. Wow. Das sieht schon nach einem dramatischen Abend aus. Ja, lecko mio. Zweimal Draco Meteor bei uns und einmal jeweils, ja, beide müssen. Wahnsinn. Dragoran. Mit der guten alten Multischuppe. Ich bereue es nicht. Ach, Turbotempo. Ach, klar, natürlich. Turbotempo, logisch. Logisch. Das Shiny-Event von damals, nehme ich an. Da kommt die Schlammrase. Und das ist erschreckend viel Schaden für eine Multischuppe noch. Ja, das Multischuppe heißt, bremst, glaube ich, nur bei sehr effektiven Attacken, oder? Bin jetzt gar nicht mehr sicher. Nee, Multischuppe ist generell. Wenn du bei vollem KP bist, wird der Schaden von der nächsten Attacke halbiert. Oder von der Attacke halbiert. Von der nächsten, okay. Ach klar, logisch, auch ich Vogel. Also da hast du wahrscheinlich eine Wahlbrille auf dem grünen Stück. Ja. Wieso ist jetzt Rückenwind kann doch jetzt nicht schon vorbei sein. Doch, 3 Runden. Ach, waren es nicht 4? Ich hatte 4 in Erinnerung. Ja, aber die vierte gilt halt nicht wirklich, weil du das die Runde ist, wo du es aktivierst. Okay. Dann würde ich sagen, kommst du mal rein, oder? Ja, kommst du mal rein, komm. Kommst du mal rein, hätte ich gesagt. Komm schon, bist doch schneller. Okay. Eieiei, Dragoran, mach mir doch keinen Kummer, Kollege. Ich mag dich doch. Ich habe tatsächlich Hochmut gewählt, nicht bedrohe. Ich habe zuerst überlegt, ob ich bedrohe nehme, aber dann dachte ich mir, komm, probier's mal mit Hochmut. Ja. Ist keine schlechte Strategie. Ah, das mit Rückenwind war ich enttäuscht. Ich hätte echt gedacht, 4 Runden.
gewesen wäre. Interessant. Infinity ist gerade aus dem Call geflogen. Oh, macht trotzdem viel Damage. Sauber. Infinity müsste gleich wieder da sein. Izaro-Raum, interessant. Na komm, Brutalander, reiche Ernte. Oh, das ist interessant. Na gut, ich muss weiter auf Hutanfall gehen, da ich natürlich Choice Scarf habe. Nicht schlecht. Das ist nicht so gut. Bizarro-Raum. Schaut das nicht gut aus. Das muss ich kurz überlegen. Alola Kokobite, ich habe jetzt überhaupt nicht auf dem Schirm. Ah, da ist er wieder. Hallo. Ich glaube, ich bin wieder da. Yep. Und jetzt wurde es abgeschmiert. Alola Kokobite, ich kann überhaupt nicht auf dem Schirm. Physisch oder speziell? Hast du gerade eben gesehen mit dem Wutanfall. Ja, dann ist es doch physisch. Das ist echt nicht so gut gerade. Hast du den Bizarro-Raum erwartet? Nee, das hat mich echt überrascht gerade. Also, ich habe vielleicht 5 Sekunden oder so in der Vorbahn dran gedacht, könnte es kommen, aber nee, es wird nicht kommen. Jetzt kommt es tatsächlich. Oh, yeah, du hast tatsächlich einen Bizarro-Raum gebracht. Wow. Kurze Zeit, aber wirklich nur kurze Zeit, dann dachte ich, nee, Drache, super schnell, nee. Dann kommt Coco bei. Oh Gott. Ja, Schwächenschutz auf Dragoran, das ist eigentlich ein Must-Have. Verdammt, das schaut nicht gut aus, das reicht heute wieder. Ja, das reicht aber trotzdem, dicke. Ja, locker in dem Fall. Sieht schon schlecht für mich aus, der Bizarro-Raum. Wenn du noch den Bizarro, wie heißt das? Service drauf, was dann hält, glaube ich, 8 Runden oder wie war das? Nee, Bizarro Service sorgt dafür, dass wenn ich in Bizarro-Raum reinwechsle, mein Pokémon minus 1 im Init bekomme. Es gibt kein Item, was den Bizarro-Raum verlängert. Mhm. Also doch nicht okay. Ja, Shenlong ist damit schneller. Verdammt. Der Bizarro-Raum, den man wirklich so gesehen echt nicht gerechnet. Das wird mir jetzt zum Verhängnis. Oh je. Yay, schon wieder eine Strategie. Nee, damit habe ich jetzt wirklich nicht gerechnet. Das ist mein Untergang. Da wird mir das jetzt auch nicht bringen. Du hast immer eine Strategie, die mir wirklich das Genick bricht. Wie jetzt auch. Tja. Das könnte aber eventuell überleben, das Katastrophe. Ich bin mir nicht sicher. Ich hätte es besser mit IVs machen müssen. Nee, so ja, nicht. Gut. Naja, das war's schon. Puh. Ja, das bringt mir jetzt auch nichts mehr. Das war's. Knacki. Tja. Enttäuschend. Sehr, sehr enttäuschend. Hast du wieder die Eisbeere drauf? Sehr, sehr enttäuschend. Wenn ich die Eisbeere drauf hab. Find's heraus. Ja, ich find's heraus. Jetzt bin ich aber auf plus 1. Nein, hab ich nicht drauf. Ich bin auf die Teriro-Bäre diesmal gegangen. Weil ich davon ausgegangen bin, dass du denkst, dass die Eisbeere drauf hat. Nein, nee, das war die Teriro-Bäre. Oh Mann, der Bizarro-Raum. Das ausgerechnet der Bizarro-Raum mir zum Verhängnis werden würde, das ist echt hart. 0 zu 4, um Gottes Willen. Es ist ärgerlich, ich erzähle es mal, was ich alles vorhatte. Natürlich, wie du gesehen hast, mit Rückenwind starten. Dann hatte ich einen Katapultra mit Lichtlehm drauf, was man eigentlich jetzt untypischerweise spielt, klar. Aber ich wollte eigentlich entweder den Lichtschild oder den Reflektor rausholen, was natürlich der Bizarro-Raum natürlich umsonst war. Tja. Mit Argoyon und Choicebacks wollte ich einfach nur draufhauen. Tja, hat mir jetzt am Ende auch nichts gebracht.
Dragoran, ja gut, es ist klar, Multischuppe und Schwächenschutz, logischerweise, die eigentlich die beste Kombination meiner Meinung nach mit für Dragoran. Ja, Knackrack, weil ich ja wie gesagt schon gedacht habe, dass du denkst, dass ich die Eisbeere wahrscheinlich drauf habe, bin ich diesmal auf die Teriro-Beere draufgegangen, weil ich fest damit gerechnet habe, dass entweder ein Wutanfall oder Draco Meteor kommt. Und Brutalander habe ich, ja, viele spielen es mit Plateauschuhe, aber ich habe nicht damit gerechnet, dass du Stealth Rock raushaust, deswegen bin ich auf Joy Scarf gegangen, um natürlich mit der hohen Initiative angreifen zu können. Tja, aber der Bizarro-Raum, der verfluchte Bizarro-Raum, also ich hätte es gefühlt bei jedem Typ erwartet, aber echt nicht bei Drachen. Ich habe wirklich so just for fun bei der Vorbereitung vielleicht so ein paar Sekunden dran gedacht, Bizarro-Raum würde spielen. Ach nee, Quatsch, gibt doch keine langsamen Drachen. Ich habe echt nicht an Alola Kokowai gedacht. Damit hast du mich jetzt echt überrumpelt, muss ich ehrlich sagen. Shenlong und dann noch Alola Kokowai. Ja, naja, Kokowai ist das einzige Drachen-Pokémon, was, glaube ich, den Bizarro-Raum drauf hatte. Das kann durchaus sein, ja. Bei Alola Kokowai macht es natürlich dann auch echt Sinn. Ist natürlich langsam. Nee, damit hast du mich wirklich überrumpelt. Das hat mir ja, meine Strategie... Ich habe wirklich sehr gut drauf hingearbeitet. Also deutlich besser als bei Ice oder Dark, bei den Typen, wo ich ja, wie gesagt, mich nicht heimisch fühle. Bei Drachen habe ich mich sehr gut vorbereitet. Speed-technisch natürlich und angriffstechnisch. Alles schön kalkuliert durch Showdown, was ich jetzt endlich mal auf dem Kasten habe. Gut, dass ich dich letztens noch gefragt habe. Damit bin ich ernstzunehmender geworden. Aber mit Bizarro-Raum, vorher war ich ja immer nur der Casual-Spieler. Ich spiele ja erst seit Gen 8, Competitive-like. Ja, aber der Bizarro-Raum bei Drachen... Respekt, damit hast du mir den Zahn gezogen. Den Drachenzahn, hahaha. Ha, ha. Oh Mann. Nee, das ja, war... Ein Schlag in die Fresse, auf gut Deutsch gesagt. Damit hätte ich jetzt echt nicht gerechnet. Ja. Soll ich meine Strategien auch noch mal eben schnell kundtun? Ja, selbstverständlich. Ja, gut, also... ja, Alola Kokowai zusammen mit Shenlong und Duraludon zusammen. Duraludon an der Stelle mit der Eisenkugel. Damit ich halt langsamer bin und schwerer. Ich habe noch die Fähigkeit Heavy Metal, also Schwermetall. Und damit ich mit dem Heavy Slam, wie heißt er auf Deutsch? Rambos. Genau, Rambos, genau. Mit dem Rambos immens viel Schaden pushen kann. Gerade dann auch mit dem Dragometer und den Tarnsteinen. Tarnsteine habe ich bei dir tatsächlich auch gesehen, deswegen habe ich bei meinem Dragoran die Plateauschuhe drauf gemacht, damit die Multischuppe nicht angetouched wird. Ja. Das habe ich im Vorfeld eventuell auch vermutet, dass du es vielleicht doch haben könntest, aber ich bin dann einfach letztendlich dann doch dazu zu dem Entschluss gekommen, du wirst es, denke ich, nicht spielen. Weil sonst hättest du natürlich, wie du schon richtig erwähnt hast, die Dragoran-Strategie, die ich ja nicht leider nicht wirklich zeigen konnte, quasi ja, verramscht, kaputt gemacht, klar. Ein KP muss nur weg sein, dann greift Multischuppe schon nicht mehr. Dingenskirchen. Ja, man merkt es halt wieder, du bist mir halt einige Schritte voraus. Man merkt halt wirklich, dass du deutlich mehr Erfahrung hast. Seit welcher Gen spielst du das eigentlich competitive? War das irgendwas mit Gen 4 oder 5? Ich weiß gar nicht. Gen 6 habe ich angefangen und dann habe ich Gen 7 quasi komplett Pause gemacht. Und jetzt spiele ich seit knapp einem Jahr ungefähr wieder... Competitive in Generation 8. Ja, bei Gen 7 kann man es verstehen. Wie gesagt, das Spiel, das ist ja für alle bislang die schlechteste Gen. Es war halt ein Versuch von Game Freak. Ich meine, es ist okay, aber Fans der ersten Stunde und Spieler der ersten Stunde, wie jetzt beispielsweise ich, würden da niemals in Jubelstürme ausbrechen. Vor allem, dass es nicht einmal Arena-Leiter gibt. Eines der Grundelemente, die immer vorhanden sein müssen. Arena-Leiter, Top 4. Champ, das muss vorhanden sein. Egal, was Game Freak sich dabei ausdenkt. Das war ein Griff ins Klo. Zwar war es mal okay, was Neues zu sehen, aber wie gesagt, diese Kernelemente möchte ich gerne im Game haben und da bin ich definitiv nicht der Einzige auf der Welt. So viel steht fest. Ja. Ich finde halt sowas wie dieses Abenteuer in Alola kann man vielleicht so als Nebenstory, als Side-Story mit einbringen, aber das würde das Spiel halt auch extrem füllen mit Spielmaterial und da haben nicht unbedingt viele die Geduld für heutzutage. Das stimmt, ja. Aber zocken konnte man es trotzdem. Das mit Rainbow Rocket, mit Ultra Sonne, Ultra Mond, das war dann wiederum cool, aber dafür ein extra neues Game rauszuhauen, anstatt so ein 3, 4, 5 Euro DLC rauszuhauen, finde ich schwach. Und es hat auch massiven Shitstorm gegeben für Game Freak. Was ich aber auch finde zu Recht, weil das war schon eine Frechheit.
Zwar haben sie bessere Monster an diversen Stellen hingepflanzt, aber ja. Das alles für 40, 50 Euro nochmal, das ist hart. Das war echt unangebracht. Vor allem für die Leute, wo sich immer alle Editionen holen, beispielsweise mich. Oder ich. Und mich. Achso, es sind auch immer beide. Oder drei. Ja, ich hole mir auch immer beide. Ja, die Hauptstory-Games, die dürfen halt nie in der Sammlung fehlen. Alles andere, wie Pokémon Range oder Mystery Dungeon, wenn es mir gefällt, hole ich es mir. Wenn ich es nicht brauche, dann hole ich es nicht. Also, aber die Hauptstory-Games, egal ob sie gut oder schlecht sind, sind immer bei mir in der Sammlung. Alle mehrfach durchgespielt, die Story-Games. Außer Schwertschild ist bislang nur einmal. Ja, ansonsten. Ja, da hast du aber beide Editionen, also quasi zweimal die Story so gesehen durch. Richtig, richtig, ja. Genau. Nur Schwert habe ich jetzt zum Beispiel, ich glaube, nur vielleicht mal angefangen. Aber irgendwann mal, wenn ich mal Lust habe, spieß mal oder durch Gen 8. Das ist ja immer das zweite. Schild ist zum Beispiel die Hauptedition. Die bleibt natürlich mit dem Spielstand, ist klar. 1500 Stunden, was mittlerweile mir bei der Switch angezeigt wird, zu löschen. Also ein bisschen hart mit den ganzen Mons, mit der harten Arbeit, mit der vielen Züchterei. Dann auch von dir noch viele Mons, Mons-Reste, wo du mir gegeben hast. Zum Hochpushen, ne? Ja. Ach, das wäre schon hart. Gut, wollen wir es nicht weiter in die Länge ziehen. Ja, kurzes Fazit noch. Der Bizarro-Raum hat mich überrumpelt. Just for fun, aber wirklich nur just for fun, habe ich ein paar Sekunden in der Vorbereitung gedacht, ja, Bizarro-Raum kommt. Ach nee, Quatsch, es gibt doch keine langsamen Drachen. Alola Drago, Alola Drago, Mann. Alola Kokowai und... Gut, Shenlong ist, glaube ich, auch nicht sonderlich schnell, oder? Shenlong ist der langsamste Drache, soweit ich weiß. Ich kann mich nicht alles tun. Doch, der langsamste, okay. Ja, damit hast du mich echt überrumpelt und mir den Zahn gezogen. Hm. Ärgerlich. Ich hatte heute wirklich felsenfest davon gerechnet, mitgerechnet, das Ding hole ich mir heute. Dann kommt die Bizarro-Strategie und zieht mir endgültig den Zahn. Ja, ja, das ist... Aber wer rechnet damit bei einem Drachenkampf, dass Bizarro-Raum kommt? Oh ich? Mann, oh Mann. Ja, du. Eieieiei. Naja. Ja. Na gut, ja, lange Rede, gar keinen Sinn. Sagen wir mal, der nächste Kampf, das wird ja Typ Gestein, wenn ich es richtig im Kopf habe. Richtig, Gestein ist als nächstes Kampf auch ein wahrscheinlich sehr offensiver Kampf. Ja, das wird auch interessant. Bin sehr gespannt. So, schauen wir nochmal schnell drüber, wir können nochmal ein bisschen spoilern. Die Reihenfolge, ja, Gestein, Gift, Feuer, Elektro, Wasser. Feuer, Elektro, Wasser wird richtig cool. Kampf wird auch nicht schlecht. Normal, bin ich mal gespannt. Stahl, da freue ich mich auch schon drauf. Stahl ist mit Feuer mein zweit- und drittlieblingstyp. Flug, da kann alles Mögliche kommen, da bin ich echt mal gespannt. Ich glaube, es wird legendär, im wahrsten Sinne des Wortes. Psycho wird auch relativ interessant. Da gibt es auch die eine oder andere Bestie, nicht nur Simsala. Pflanze, um Gottes Willen, da muss ich mich erst mit auseinandersetzen. Geist freue ich mich auch schon drauf. Gengar und Co. Gengar zählt ja zu meinem Lieblings-Pokémon. Da wird auch was Schönes bei rumkommen. Und noch andere schöne Geistermons. Käfer, das wird, glaube ich, ein Meme-Kampf. Na gut, bisschen habe ich mich schon informiert über ein paar Käfer. Wie gesagt, mit Käfermonster bin ich komplett raus. Smetbo, Serapentra und Co. Bibo und so weiter. Na gut, Bibo gibt es hier, glaube ich, nicht in der Gen. Nee, Bibo gibt's nicht. Mm-mm. Ja, da bin ich mal gespannt. Aber bis dahin ist er noch lange. Und lustigerweise, der letzte Kampf ist Typ Fee und das hat Random ORG wirklich so ausgelost. Fee ist der letzte Kampf. Und der neueste Typ natürlich, das passt dann irgendwie. Gut, in diesem Sinne wollen wir euch nicht länger aufhalten. Für alle, die bis zur letzten Sekunde dran geblieben sind, Dankeschön fürs Einschalten. Und ja, ich hoffe, ihr habt einen interessanten Kampf gesehen. Also mit Bizarro-Raum, wie gesagt. Ich gehe nochmal drauf ein. Es hat mich überrumpelt. Damit hat er mich überrumpelt. Das war hart. Das ist ärgerlich für mich. Schön für ihn, seine Strategie ging perfekt auf. Meine harte, verdiente Arbeit ging quasi den Bach runter. Na gut, in diesem Sinne, Dankeschön fürs Einschalten. Ich hoffe, ihr hattet euren Spaß und ich wünsche euch, egal welche Tageszeit gerade ist, einen schönen Tag. Damit bin ich raus. Infinity, du hast das letzte Wort. Ja, bis dann, meine Freunde. Man hört sich.